Der Traum vom eigenen Haus oder vom eigenen Garten. Wer kennt das nicht? Wenn Sie diesem Traum ein paar Schritte näher kommen möchten, dann kommen Sie auf die Haus- und Gartenbaumesse 2019 hier in der Arena Nova in der Neustadt. Wir haben für Sie ein paar erste Eindrücke gesammelt. Wir sind einer von vielen, die hier ausstellen dürfen, aber die Palette ist so wahnsinnig groß, dass jeder hier etwas findet und ich glaube, für Wiener Neustadt ist das eine tolle Geschichte, diese Messe zu haben. Also ich bin bereits das 10. Mal auf dieser Messe, jedes Jahr am gleichen Stand und ich freue mich immer, dass ich die Möglichkeit habe, den Stand auch zu gestalten. Ich habe einen Vintage-Dekoladen mit Kaffeehaus und ich habe mich spezialisiert auf das Upcycling von alten Dingen, die für mich ganz viel Charakter haben, mit Ecken und Kanten, und die werden abgecycelt bei mir, damit man sie wieder verwenden kann. Was verkaufen Sie hier schon? Ich verkaufe hier französische, italienische und spanische Dekostoffe, Tischwäsche und Accessoires. Bin zum allerersten Mal hier. Mir als Geschäftsführer ist es im Grunde sehr, sehr wichtig, dass unsere Besucher sich bei uns auch wohlfühlen, dass sehr viele Leute kommen. Wir erwarten bis Sonntag um die 20.000 Besucher. Es ist für mich ein perfektes Messewetter. Vielleicht können wir gemeinsam das schauen, dass wir das Ziel erreichen oder sogar übertreffen. Nicht nur österreichische Aussteller sind hier zu finden auf der Haus- und Gartenbaumesse, sondern auch internationale Aussteller wie Herr Marco Di Lorenzo aus Neapel. Signore, allora voi che prodotti vendete qua? Mobili da giardino, gazebi in ferro battuto e vendiamo tavoli in pietra lavica e mosaico, tutti dipinti a mano. Und das war's auch schon wieder hier von der Arena Nova in Wiener Neustadt bei der Haus- und Gartenbaumesse 2019. Unter all jenen, die diesen Beitrag teilen auf Facebook, verlosen wir einen Gewinner, denn die Firma Bruno Bär stellt uns hier einen vollautomatischen Mähroboter von Husqvarna zur Verfügung. Also, teilen lohnt sich, vielleicht seid ihr die Glücklichen, die diesen automatischen Mähroboter gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Und ganz, ganz viel Glück.